Ja, herzlich willkommen beim YouTube-Kanal von Investment Fellows. Wenn ihr euch für Aktien, Kapitalmarkt oder Vermögensaufbau mit Wertpapieren interessiert, dann seid ihr hier goldrichtig. Mein Name ist Markus Lammers. Ich bin einer von zwei Gründern von den Investment Fellows. Und wir wollen euch heute eine Aktie vorstellen, und zwar eine Aktie aus dem Bereich der Dividendenwachstumstitel. Wenn ihr unsere Website investmentfellows.com kennt, dann wisst ihr, dass wir im Schwerpunkt genau in diese Titel investieren. Also in Dividendenwachstumstitel, die sich dadurch auszeichnen, dass die erstens eine schöne Dividendenrendite zahlen, also eine jährliche Ausschüttung, die du erhältst, und zweitens, die Dividende im Idealfall jährlich steigern. Und zwar, wenn es geht, stärker als die Inflation, sodass die Kaufkraft aus den Dividenden, die du erhältst, tatsächlich auch gesteigert wird. Ja, und die Aktie, die wir euch heute vorstellen wollen, ist die Talanx AG. Also, wer ist die Talanx AG? Nicht alle werden es kennen, ja, ist relativ unbekannt. Die Talanx AG ist die drittgrößte deutsche Versicherungsgruppe. Nur die Allianz und die Münchner Krück sind größer. So mal in Zahlen gesprochen, die Talanx AG hat ca. 23.000 Mitarbeiter, hat so 40 Milliarden Euro an Versicherungsprämieneinnahmen im Jahr, macht 800 bis 900 Millionen Euro Nettogewinn, zumindest in diesem Jahr prognostiziert, hat eine Marktkapitalisierung von 8,7 Milliarden Euro, ist also wirklich schon ein großes Unternehmen. Ja, und die Talanx AG gliedert sich faktisch in zwei Bereiche. Der eine Bereich ist das Rückversicherungsgeschäft. Da ist eigentlich nur ein Asset drin, ein Vermögensgegenstand, und zwar die Hannover-Rückversicherung. Daran hält die Talanx 50,2%. Das ist die drittgrößte Rückversicherung der Welt. Also die ist quasi ein Rückversicherer für andere Versicherer. Da können die sich gegen ihre Versicherung wiederum rückversichern. Auf der anderen Seite ist das Erstversicherungsgeschäft. Ja, da ist die HDI drin, die Neue Leben, ja, die Targo-Versicherung. Also verschiedene Versicherungen, die tatsächlich direkt zum Endkunden gehen, zum Retail-Kunden, also zum Privatkunden und zu Firmenkunden. Und das ist quasi der zweite Bestandteil der Talanx AG. Ja, und warum empfehlen wir euch die Talanx AG? Das liegt im Wesentlichen daran, dass wir nach unserer Analyse zum Schluss gekommen sind, dass die Talanx AG faktisch unterbewertet ist. Und das hat im Wesentlichen drei Bestandteile, warum das so ist, und aus unserer Analyse heraus. Und der erste ist, du kriegst faktisch das Primärversicherungsgeschäft der Talanx geschenkt, wenn du die Talanx AG Aktie kaufst. Dann wirst du dich fragen, was erzählt denn dir da? Warum ist das geschenkt? Also das Erstversicherungsgeschäft. Das liegt daran, dass die Talanx AG an der Börse bewertet ist. Und zwar quasi Anzahl der Aktien mal einem Kurs, aktuell 34,50 € ungefähr. Daraus kommt eine Marktkapitalisierung von 8,7 Milliarden Euro. Das heißt, die Börse sagt, die Talanx AG ist 8,7 Milliarden Euro wert. Jetzt wissen wir aus der Einleitung, dass die Hannover Rückversicherung ja mit 50,2% der Talanx AG gehört. Spannend ist, die Hannover Rück ist in Summe aber 17,3 Milliarden wert. Also geteilt durch 2 oder mal 50,2% heißt das, das sind ziemlich genau 8,7 Milliarden Euro. Das heißt, die Talanx AG, ja, hat das Hannover Rückversicherungsgeschäft. Die Talanx AG ist in Summe 8,7 Milliarden Euro wert, und die Rückversicherung allein ist auch 8,7 Milliarden Euro wert. Jetzt ist spannend, dass die Rückversicherung vom Gewinn ungefähr 60% macht und das Erstversicherungsgeschäft 40% des Gewinns macht. Ja. Das heißt, du kriegst faktisch das Erstversicherungsgeschäft, was immerhin so einen Gewinn macht von 300 Millionen Euro im Jahr, ist quasi umsonst dabei. Ja. Am liebsten würde ich jetzt Folgendes machen. Am liebsten würde ich mir jetzt 8,7 Milliarden Euro von der Bank leihen, würde direkt die Talanx AG kaufen, würde das Hannover Rückversicherungsgeschäft direkt an den Dritten verkaufen, der gibt mir die 8,7 Milliarden Euro, und zack, mir gehört das Erstversicherungsgeschäft mit 300 Millionen Euro Nettogewinn im Jahr. Super Deal, oder? Also das würde ich am liebsten machen. Natürlich ist das nicht so einfach, weil wenn man ein Unternehmen kaufen will, dann springt natürlich auch sofort der Aktienkurs nach oben. Deswegen geht das nicht. Aber die aktuelle Bewertung ist so. Das heißt, aus unserer Sicht ist damit die Talanx AG deutlich zu niedrig bewertet. Ein zweiter Punkt, warum die Talanx AG unterbewertet ist aus unserer Sicht, ist der Buchwert der Aktie. Ja, man kann in die Bilanz gehen und alle Vermögensgegenstände, die so ein Unternehmen hat, aufzählen, und dann macht man da einen Strich drunter. Und spannenderweise, der Buchwert der Talanx AG ist momentan, Stand 31.03., bei ungefähr 41,20 €. Die Aktie notiert aber zu 34,50 €. Das heißt, die Summe der Vermögensgegenstände ist ungefähr 20% mehr wert als aktuell der Wert der Talanx an der Börse. Auch ein zweiter Indikator dafür, dass die Aktie unterbewertet ist. Ein dritter Indikator ist, dass der Abstand zum Höchstkurs der Talanx AG deutlich höher ist als bei den Wettbewerbern.
Also die Talanx AG hat vor der Corona-Pandemie einen Stand gehabt am höchsten bei 48 Euro, aktuell 34,50 Euro. Das heißt, die Talanx-Aktie müsste um 40% steigen, um wieder bei den 48 Euro zu sein, die sie vor der Pandemie, vor der Corona-Pandemie hatte. Eine Allianz bräuchte nur um 7% zu steigen und eine Münchner Rück müsste ungefähr um 20% steigen, um wieder da zu sein, wo sie vor der Corona-Pandemie war. Das heißt, auch hier ist der Abstand zu dem Kursniveau vor der Corona-Pandemie deutlich höher bei der Talanx, was auch wiederum für so eine Unterbewertung von 25-20% spricht. Ja. Und all diese Analysen haben scheinbar nicht nur wir gemacht, sondern auch viele Analysten. Ja, es gibt also momentan Analystenschätzungen, die sagen, wo entwickelt sich denn der Kurs hin in den nächsten 12 Monaten? Und da gibt es in den letzten 3 Monaten 3 neue Analysen, ja, von JP Morgan, von der DZ Bank, von der NordLB. Und die kommen zu dem Ergebnis, dass der faire Wert der Talanx eher so bei 42 Euro bis 50 Euro ist. Also der JP Morgan sagt 50 Euro, der DZ Bank sagt 42 Euro. Also sagen die auch, wir sehen noch ein Riesenkurspotenzial. Also eigentlich spiegelt der aktuelle Wert der Aktie an der Börse nicht das Potenzial, den ehrlichen Wert dieser Aktie wider. Und daraus ergeben sich dann auch so 20-30%. Also wenn man sich das alles zusammen anguckt, haben wir den Eindruck und auch die Analysten, dass die Aktie mit circa 20-30% unterbewertet ist. Ja, ein weiteres Argument für die Talanx-Aktie ist natürlich die Dividendenzahlung, die die machen. Und da gibt es 3 Aspekte, die wir gut finden, nämlich erstens die Dividendenrendite selber. Die ist nämlich bei satten 4,3%. Ja, wenn man probiert, momentan sein Geld anzulegen, zum Beispiel Tagesgeld oder Festgeld, da kriegt man ja irgendwie 0,2 bis 1%, da ist 4,3% echt mehr. Und auch im Vergleich zum DAX im Durchschnitt, was die für eine Dividendenrendite zahlen, da liegen wir eher so um die 3%, das ist also auch deutlich mehr. Der zweite Aspekt, der auch gut ist bei der Dividende, ist, dass tatsächlich die Steigerungsraten da sind. In den letzten 10 Jahren hat die Talanx die Dividende im Schnitt um 4,6% pro Jahr gesteigert, also auch deutlich mehr als die Inflation. Ja, Inflation lag in den letzten 10 Jahren eher so bei 1-2%. Wenn man dann jedes Jahr 4,6% im Schnitt mehr kriegt, ne, da steigt natürlich jedes Jahr die Kaufkraft. Also man kann sich dann jedes Jahr mit der Dividende mehr Güter kaufen. Und auch der Ausblick ist da recht gut. Also FactSet, das ist so eine Analystenvereinigung oder so ein Research House, die gucken sich an und geben Schätzungen an für die Dividendenentwicklung der Zukunft. Und deren Prognose ist, dass die Dividende in 2024 über 2 Euro liegt, also heute 1,50, 2024 bei 2 Euro, ja, 50 Cent Steigerung, das sind gute 30%. Das ist deutlich mehr als die Inflation, zumindest die wir erwarten in den nächsten 4 Jahren. Ein dritter Aspekt ist die Payout Ratio, also der Anteil am Nettogewinn, den das Unternehmen auszahlt. Und auch da ist Talanx relativ konservativ unterwegs. Im Regelfall zwischen 35-45%. Das heißt, 55-65% verbleibt in Unternehmen für Neuinvestitionen, damit die daraus weiter wachsen können. Ja, in Krisenzeiten, so wie im letzten Jahr, war die Payout Ratio ein bisschen höher. Das lag aber daran, dass die Talanx die Dividende immer mindestens stabil halten will. Und das ist auch eine schöne Nachricht für dich als Investor, weil wenn du im letzten Jahr 1,50 gekriegt hast, dann weißt du, dass du im nächsten Jahr zumindest wieder 1,50 bekommst und dass es da nicht irgendwie runtergeht. Es gibt ja so eine gewisse Stabilität bei den Ausschüttungen. Ja, und das heißt, vor diesen 3 Aspekten, das Thema Dividendenrendite gut, Steigerungsraten, die erwarteten deutlich über Inflationsniveau und sogar diese Sicherheit, auch in Krisenjahren zumindest auf Vorjahresniveau zu bleiben, das spricht eigentlich viel für die Dividendenpolitik der Talanx. Ja, neben der Dividendenpolitik und der Fundamentalanalyse eines Unternehmens sind uns immer noch 2 weitere Aspekte sehr wichtig, nämlich einmal, wie ist die Bonität des Unternehmens und natürlich auch, wie ist die Geschäftsentwicklung, die sollte ja auch grundsolide sein. Und da sind wir auch zu sehr guten Ergebnissen gekommen, nämlich die Bilanz des Unternehmens von Talanx ist top. Ja, die sind im Credit Rating A gerated, A plus im Primärversicherungsgeschäft. Und AA- im Rückversicherungsgeschäft, das ist wirklich eine sehr gute Bewertung. Also Deutschland hat AAA, aber so ab A kann man immer sagen, hat man eine gute bis sehr gute Bilanz. Das sieht man auch in der Eigenkapitalausstattung der Talanx AG. Die hat eine sogenannte Solvenzquote von 207%. Ja, das ist jetzt relativ kompliziert, aber man sagt, wenn man eine Solvenzquote beim Eigenkapital von 100% hat, dann kommt man auch durch Krisen relativ gut durch. Da gibt es so Krisenszenarienrechner, die haben das doppelte Eigenkapital mit 207%, also auch da auf der Eigenkapitalseite sehr gut aufgestellt.
Zur Geschäftsentwicklung, auch da gibt es Positives zu berichten. Die Talanx ist super ins erste Quartal gestartet. Ja, die haben bei den Prämieneinnahmen konnten die Steigerungen von 13% währungsbereinigt erzielen. Also die Prämien sind wirklich nach oben gegangen, die Einnahmen. Das lag auch daran, dass die jetzt in der Corona-Krise relativ kulant waren beim Thema zum Beispiel Betriebsausfallversicherung. Ihr habt das mitgekriegt, da gab es Versicherungsstreitigkeiten, da hat sich eine Allianz anders aufgestellt. Die sind dagegen gerichtlich vorgegangen. Die Talanx war da sehr kulant und das führt jetzt zu einem echt guten Neugeschäft, gerade mit Industrie- und Gewerbekunden. Und vor dem Hintergrund hat auch das Management der Talanx AG gesagt, wir werden, die hatten so einen Korridor rausgegeben, 800 bis 900 Millionen Euro Nettogewinn. Sie werden jetzt am oberen Ende landen. Und auch im Ausblick ist das Management-Team von der Talanx sehr konfident. Die gehen davon aus, dass die Earnings per Share, also der Gewinn je Aktie, auch in den nächsten Jahren um 5% pro Anno zu steigern. Also wirklich Top-Bilanz und solide Geschäftsentwicklung. Wenn man also die Analyseergebnisse, die wir gemacht haben, jetzt Revue passieren lässt, kommen wir eigentlich zum Ergebnis, dass die Talanx wirklich attraktiv ist als Dividendenwachstumstitel, weil sie zum einen fundamental aus unserer Sicht unterbewertet ist mit 20-30%, weil sie eine schöne Dividendenrendite zahlt von 4,3%, von der wir auch erwarten, dass sie in den nächsten Jahren steigt. Ja. Und drittens, weil sie echt eine solide Bilanz hat und einen ordentlichen Geschäftsausblick. Ja, deswegen haben wir sie auch selber im Depot. Ich finde das aus Transparenzgründen auch immer sehr wichtig, das zu sagen. Also sowohl der Steffen Hermanns, mein Mitgründer, als auch ich haben die im Depot. Ich habe die bereits seit 2013, habe damals zuerst Aktien für 25 Euro ungefähr gekauft und habe jetzt so in letzter Zeit nochmal so zwischen 30 und 32 Euro nachgekauft. Und bei dem aktuellen Niveau werde ich auch jetzt in den nächsten Wochen und Monaten nochmal nachkaufen. Ja, bleibt zum Schluss mir nur noch zu sagen, dass ihr natürlich bei einer Investition in Einzelaktien berücksichtigen müsst, dass ihr breit diversifiziert, ja, nicht alle Eier in einem Korb. Falls ihr das noch nicht so mehr vor Augen habt, guckt euch unser letztes Video an, nämlich die vier Grundregeln bei der Aktienanlage. Da gehen wir dann nochmal detailliert drauf ein. Also nie mehr als 2-3% deines Finanzanlagevermögens in einer Aktie. Ja, das solltet ihr auch bei der Talanx berücksichtigen. Also nie zu viel in einen einzelnen Wert, weil das dein Risiko erhöht. Ja, in dem Sinne bleibt mir nur zu sagen, viel Spaß beim Investieren und wünsche euch viel Erfolg dabei. Bis zum nächsten Mal.